Howdy, Partners, und willkommen bei einer neuen Mod-Vorstellung, meine Lieben. Ich habe hier den lieben Patrick dabei. Hallo, Patrick. Hallo und howdy. Meine Lieben, ist großartig, was hier entstanden ist. Ne? Der Patrick hat mit dem Tom zusammen, also Real Senior Modding, hat sich hier richtig ins Zeug gelegt. Und ihr wisst es natürlich, der Superliner fehlt hier der ganzen Nummer. Das ist ja so ziemlich der letzte LKW, der nochmal hier schiffiziert werden musste und der entsprechend durch die Hände des Modding-Teams gegangen ist. Genau. Und wie ihr seht, war eins der, der Pflichtübungen dabei, eben natürlich auch den Hirsch vorne raufzukriegen. Ne? Da steht ja immer die Bulldogge normalerweise drauf. Ja, richtig. Wir hatten da eine Diskussionsrunde gehabt mit dem Hund, der dann normalerweise sitzt, dass er mal beiseite geht, also wahlweise jetzt bei diesem LKW sogar, und um den Hirsch dorthin zu bekommen, wo er hin muss. Genau. Also das, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, aber schlussendlich ist er da, ne? Ist er drauf. Aber keine Sorge, der Hund ist nicht ganz verschwunden. Ne? Seht ihr hier in den Spiegeln, da ist schon noch Hund da. Und im Innenraum gibt es auch noch Hund. Also Mac ist Mac, aber das ist nicht ungewöhnlich, dass man die diese Kühlerfiguren austauschen kann bei den LKWs in den USA, gerade bei diesen alten Geräten. War das immer so und oft so, dass man die austauschen konnte. Und jetzt halt hier im Spiel auch. Ne? Aber Patrick, erzähl doch mal, was hast du denn noch an dem Superliner? Was habt ihr noch an dem Superliner gemacht? Na gut, ich meine, angefangen hat es ja damit, also noch vor der Patch fuhren die LKWs ja nicht so toll. Ne? Mhm. Das heißt, er hat also auch immer noch Optimierungen, also was Bodenhaftung angeht. Ein bisschen schwerer als das, was Vanilla daherkommt, mit angepasster Leistung halt. Und es gibt noch eine weitere Motorkonfiguration, also der hat nicht nur die 500 PS, sondern auch die 850 Variante, also im Hirschfeld-Tuning. Mhm. Dann Farbwahl von Felgen und der Karosserie, was also jetzt in dem Fall jetzt hier orange ist. Also der schwarze Teil bleibt schwarz, wie bei dem Superliner vorgegeben. Mhm. Und dann haben wir hier die Türen-Logos konfigurierbar. Mhm. Also je nach Hintergrundfarbe, die man haben möchte, also Karosseriefarbe, kann man sich ein vom Kontrast her dazu passendes Logo aussuchen. Und er hat hinten auf dem Kasten, wo die Anschlüsse sind, auch nochmal ein Logo, was auch konfigurierbar ist. Also ich nehme da ganz gerne das schwarze, aber man kann auch ein anderes nehmen. Also es ist, man das hat heißt, die Wahl. Okay, das heißt, Hirschfeld Howling tatsächlich konfigurierbar. Ich gehe mal in den Shop rein und dann gucken wir uns das Ganze mal dort an. Da haben wir den übrigens auch in ziemlich coolen, oh ne, da ist er, Moment, da. Hier sind so viele, da muss ich erst mal gucken. Also Superliner 6x4, da haben wir ihn. Und da seht ihr schon, da sitzt der Hund noch vorne drauf, wenn man den so im Standard erstmal daher bringt. Jetzt gucken wir mal eben, Kühlerfigur, da haben wir es, MacDoc steht drauf. Dann gibt es den hier. Vielleicht noch ein bisschen verrückt, man weiß es nicht. Ja, genau. Dann gibt es hier einen Wikinger, das ist das Logo bzw. die Figur vom Tom. Genau, richtig. Torjenaga. Und dann gibt es eben die Gitarre für die ganzen Rocker unter uns. Ne? Das ist dann eben das, was Patrick dazu mit. Gucken wir uns aber gleich auch nochmal in der Nähe an. Werdet ihr später nochmal sehen. Übrigens, bleibt schön dran. Es gibt nämlich gleich tatsächlich noch ein Highlight für euch. Ja, richtig. So, dann haben wir hier die Motorausführung. Und ihr seht schon, es gibt hier eine ganze Menge Konfigurationen. Hirschfeld-Tuning seht ihr hier 850 PS, da geht es entsprechend hoch. Aber ihr könnt natürlich auch das völlig real mit der Standard-Variante fahren. Dann gibt es eben das Heck-Logo mit ohne, ne? Da gibt es das hier in weiß, in schwarz, orange, eben die entsprechenden Hirschfeld-Howling-Logos. Dann gibt es das auf der Tür, genauso konfigurierbar, und dann gibt es unterschiedliche Designs, die ihr hier dahinter legen könnt. Die kennt ihr schon, die Designs, die sind vom Superliner üblicherweise darauf, aber dann müsst ihr natürlich gucken, ob das irgendwie Sinn ergibt, überhaupt mit dem Hirschfeld-Logo zu fahren. Dann also ich könnte man es auch mal Designs ausgebaut, die kann man immer noch fahren, wenn man das möchte. Ja. Ja, aber Logo muss man halt dann schauen. Genau, da muss man halt auch mal gucken, wie dann. Also auch Farbkonfiguration seht ihr hier entsprechend, da könnt ihr eine ganze Menge anwählen und ja, wie gesagt, ihr könnt die Logos da verwenden, aber dann müsst ihr halt gucken, inwieweit das Sinn ergibt. Also dieses würde noch passen hier, aber spielt halt selber ein bisschen mit rum.
Und dann könnt ihr das entsprechend nutzen. Dann könnt ihr zum Beispiel mal sowas. Ich glaube, das passt dann auch nicht mehr. Also man muss sich schon ein bisschen überlegen, was man da wie machen möchte. So, jetzt nehmen wir mal das Standarddesign hier, beziehungsweise Standard ist grob gesagt, dann habt ihr hier die weiße Nummer und dann gibt es die Felgenfarben entsprechend, was Patrick schon gesagt hat, auch in Orange Metallic, falls ihr das machen möchtet, oder Toy in Black, Toy in Red. Also ihr seht, da gibt es so ein paar Möglichkeiten, wie das zu konfigurieren ist. Ja, und Kennzeichen, ne? Also seht ihr ja, natürlich die übliche Variante, die eben da reingehört. Ja, sehr cool, Patrick, dass der da jetzt entsprechend drin ist. Wir können auch mal, ja, ich glaube, wir machen trotzdem mal eben eine Testfahrt. Mhm. Vielleicht machen wir den, ach ne, können wir nicht, wir können den Trailer nicht voll machen. Wir sind nämlich auf dem Server. Das ist leider nicht, das geht auf dem Server nicht, ne. Und da könnt ihr schon so ein kleines, kleines Augenmerk drauf geben, was hier was noch kommt. Aber wir können trotzdem mal eben hier wenigstens eine kleine Probefahrt machen, ne? Ja, genau. Ist das die 500 PS Variante hier? Nein, das ist die Hirschfeld. Das ist die Hirschfeld Tuning Variante. Ich wollte gerade sagen, die geht nämlich relativ gut nach vorne. Ja, also seht ihr, der fängt auch nicht an zu flackern oder hat irgendwelche Probleme im Anfahren. Gibt's halt nicht. Die Standard-LKW sind ja auch nach dem Update besser geworden, aber das seht ihr schon hier, ne? Der, also wenn ihr was wegziehen wollt, ohne Stress zu haben, dann nehmt halt mal den, die Hirschfeld-Tuning-Variante. Aber ja, wie gesagt, geht auch. Ansonsten habe ich, also egal ob Hirschfeld-Tuning oder die 500 PS Standard-Variante, die Schaltung, die schaltet ein bisschen schneller als Vanilla. Also das fand ich immer ein bisschen, die Gedenksekunden beim Schalten hatten mich gestört halt. Ja, der braucht ein bisschen, bis er in die Hufe kommt, ne? Ja, genau. Ansonsten generell bei den LKWs im LS22 habe ich festgestellt, wenn er komisch ruckelig anfährt, Gang höher schalten. Also dann, also an sich im ersten Gang anfahren und man hat keinen schweren Trailer, dann ergibt wenig Sinn. Also okay, also dann im zweiten Gang anfahren, okay. Zweiten oder teilweise von mir aus am 5., 6. oder sowas. Ja. Ich bin jetzt kein LKW-Fahrer, aber ich habe früher kannte ich das so, dass von Ferien auf dem Bauernhof beim Traktor, da hat man mir auch gesagt, den fährt man nicht im ersten an. Nee, das stimmt, das ist dann schon. Arbeitsgang, das ist kein Fahrgang. Ne? Ja, also, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich ist. Aber wie gesagt, ich bin kein LKW-Fahrer. Nun gut, also vielen Dank schon mal dafür, Patrick. Und natürlich, wie immer, meine Lieben, der Link zum Download in der Videobeschreibung. Falls ihr das mit der Videobeschreibung nicht herausfindet, das ist hot-hq.de. Da findet ihr dann entsprechend auch den Link dazu. Ja, und was soll ich sagen? Also, wenn man hier mal ranzoomt, das ist ein schöner LKW. Ohne Frage, gerade auch in dem alten Stil. Und da bin ich froh, dass der jetzt auch dazugekommen ist. An der Stelle natürlich auch nochmal den Dank nicht nur an Patrick, vielen Dank an dich natürlich. Ja, auch an Tom, der da auch einiges an Zeit reingesteckt hat. Tom von hier aus. Ja, und viele Genesungswünsche. Der Tom hat sich nämlich etwas verkiltet. Mhm. Na, dann könnt ihr mal viel Gesundheit dem Tom wünschen, würde ich sagen, während ihr hier mit dem LKW durch die Gegend fahrt. So, aber es gibt ja noch ein Update, ne? Ja, genau. Der Anthem hat ein kleines Update bekommen. Ich wollte gerade sagen, klein ist so eine Sache. Ne? Der war, also, mit anderen Worten, der Tom hat ziemlich gewirbelt. Genau. Also Tom hat wenn man hier schon sieht, er hat jetzt plötzlich einen Bullenfänger vorne dran, den man konfigurieren kann. Also nicht nur dran oder ab, sondern auch in der Farbe. Ja. Und jetzt hier vorne stehen wir direkt auch vor dem Black Anthem. Genau, das heißt also, den gibt es jetzt in dieser Hirschfeld-Variante einfach direkt zur Konfiguration mit. Da braucht man keinen extra Mod für, sondern den kann man sich einfach konfigurieren in der Form. Ja, ne? Also beim Black Anthem ist es ja so, der Witz an der Ausführung ist ja, dass auch die Chromteile dann schwarz lackiert sind und nicht nur die Karosserie. Ja. Ne, und jetzt, da wir hier Konfigurationsmöglichkeiten, wie man nebenan noch schon sieht, hat für die Schürze, aber auch für den Grill, also Schürze, Grill und Felgen, die muss man selber noch schwarz machen, dann konfigurieren. Aber die restlichen Karosserie mit den Vanilla-Chrom-Teilen, die sind allein schon schwarz, wenn man die Hauptfarbe Black Anthem auswählt. Oh ja, cool. Und hier schwimmt mit schwarz.
Ja, das tatsächlich auch mal was ganz anderes. Hat so bisher noch nicht gegeben, den schwarzen Hirsch drauf. Also, ne? Mir ist die Farbe egal, solange es schwarz ist, oder was sagen viele Leute? Schwarz ist bunt genug. Ja, genau, schwarz ist bunt genug. Ja, das Ganze gibt es auch noch als in einer Anthrazitfarbe. Ja. Ich sag mal so, Gunmetal oder Tom sagt da gern Torian schwarz zu. Ich habe festgestellt, das ist die identische Farbe. Ja. Dann ist halt, hat man so ein matt-grau Anthrazitfarben, natürlich dann auch mit Hirsch und so weiter. Ich habe es Bad Boy genannt, weil es so ein bisschen böse aussieht dann, also die Lackierungsart. Wir können ja mal reingucken eben in den Shop und können uns da mal einen konfigurieren. Also ihr seht natürlich, ne, Patrick hat den voll mit komplettem Diffuser gemacht, aber ihr könnt natürlich auch die kleinere MacAnson-Variante weiterhin, die Daycap-Variante weiterhin konfigurieren. Ja. So, dann müssen wir jetzt eine Motorausführung ist hier Anson. Jetzt müssen wir mal gucken. Moment, wo haben wir denn Hauptfarbe da? Torian Black? Ach, das ist dann diese Gunmetal-Variante, ne? Ja, ich habe ihm einfach gegönnt, dass das dann Torian Black heißt. Gut, also seht ihr hier da entsprechend die, die ganze Nummer, dann Stoßstange, haben wir das entsprechend, dafür brauchen wir die aber erstmal, ne? Über die, ja, es gibt jetzt, wo man die Spiegel früher konfiguriert hat, da gibt's gibt es jetzt auch Spiegel und Spiegel und Stoßstange, ja. Ich sehe es. Bohlenfänger, genau, mit zu konfigurieren. Dann sind es nicht ganz so viele Konfigurationspunkte, sind schon genügend. Ne? Also muss man nicht noch einen hinzufügen. Ja, da sind schon einige, das stimmt, ja. So, und da auch da seht ihr, ne, geht auch bis ins Hirschfeld-Tuning rein, aber das hattet ihr auch schon mal gesehen. Und dann hier das mit der Kühlerfigur, ähnlich wie bei dem vorher auch. Und ihr seht, dass es dann den auch sofort in dieser entsprechenden Farbe gibt, die da. Ja, die da lackiert ist, ne? Ja, richtig, genau. Ja, also wie gesagt, bei der Black Anson Variante und der Bad Boy Variante, da wird die Kühlerfigur halt mit lackiert. Eigentlich müsste man fast den Black auch drauf machen, muss ich sagen. Oder man lässt es an der Stelle vielleicht sogar weg. Da will ich mal gucken, ne? Ja, und hier seht ihr es entsprechend, ne? Wenn ihr das aufzieht, dann wird das halt eben entsprechend alles komplett schwarz, beziehungsweise hier in dem Gunmetal. Aber wir können den auch durchaus so konfigurieren, dann nehmen wir den mal. Und dann seht ihr das hier an der Stelle. Oh, guck mal, der Hirsch ist noch chrom. Also dann hast du nur Gunmetal oder Torian Black genommen, ja, aber stimmt, nicht die Variante Bad Boy. Ah, okay. Moment, das dann ist ja auch gut, die Grillumrandung ist ja auch noch chrom. Stimmt. Moment. Es kann sein, dass der auch in der in dieser Bad Boy bzw. Black Anson Variante in mit kurzer Kabine den Tank chromfarben lässt, weil der normale Mac Black Anson ja immer mit großer Kabine daherkommt, also wenn man den dazu bekommen hat. Okay, also das ist hier die, da ist er, die Mac Black Anson Variante und dann Spoiler noch auf gleiche, so ein bisschen gucken, wo ist er denn? Torian Black, da, Black, ne, das ist er nicht, wo ist er denn? Ich suche sie gerade. Wo bist du? Beim Spoiler. Also bei dem Spoiler gibt es, also wenn du den Black Anthem haben willst, es gibt auch eine Farbe schwarz als Black Anthem extra. Ah, okay. Weil das ein anderes Schwarz ist als das Standard schwarze Spiel. Ah, okay, Moment, ich habe hier auch oben gerade. Ne, das ist auch richtiger. Oder warte, habe ich tatsächlich im Moment. Ja, ich konfiguriere den jetzt mal so, dann gucken wir uns das halt an. so, Black Anson. Und die Felgenfarbe auch in schwarz. Und dann machen wir noch den Zubehörteile dran. So, und dann haben wir das. Das sieht tatsächlich im Shop anders aus. Das sieht im Shop tatsächlich so aus, als wäre das eine Glanzlackierung. Aber nein, wenn man den rauskriegt, so, dann sieht der. Jetzt weiß ich, was du hier gemacht hast. Also, du bist übrigens am anderen LKW. Ach so, ne? Da. Ist hier zwischen gespawnt. Du hast jetzt die Bad Boy-Lackierung oben drauf und die ganze Lackierung an der Schürze und am Grill. Da müsste natürlich dann auch Gunmetal bzw. Torian Black hin.
Pissed auf. Also deshalb haben wir extra nicht gesagt, wir machen noch eine extra zusätzliche Konfiguration für den Kugelfänger, weil es reicht schon. Ja, jetzt habe ich es gerafft. Noch Verwirrung reicht es. Ich glaube, jetzt kriege ich es hin. Sehr mal. Na gut, der Hirschfeld im Konfigurationswahnsinn. So, Zubehörteil, Spiegel, Stoßstange. Das haben wir da. Dann machen wir natürlich. Ne, Logo wollen wir jetzt mal auslassen. Das lassen wir auch aus. Da haben wir es. So, Motor lassen wir auch mal so, wie er ist. Dann haben wir gesagt, Bad Boy war da. Und dann hast du aber gesagt, dann müsste es aber der Rest. Der Rest müsste dann in Torian Black sein. Weil das ist dann halt auch die Torian Black Gunmetal. Okay. Gibt es auch für die Felgen, für Bullenfänger und die Schürze. Also Spoiler hat der Thomas genannt. So, dann schauen wir doch mal. Jetzt müsste er einen Haber haben, ne? Das sieht jetzt auffällig passend aus, ja. Jetzt haben wir es hingekriegt. Na, tipptopp. Hat ja auch nur 3 Versuche gedauert. Also, die Variante sehr cool und Patrick hat uns da hinten nochmal ein paar Varianten hingestellt. Können wir uns auch nochmal angucken, damit ihr die jetzt auch gesehen habt. Also den Mac Superliner natürlich weiterhin in dem USA mit USA-Flagge möglich. Genau. Na, der Patrick steht jetzt halt Gitarre in drauf. Torian Black drauf mit meiner Gitarre drauf. Ist es auch eine Gitarre im Innenraum drin? Also ich habe mir noch eine auf dem Armaturenbrett gegönnt. Ja. Die erscheint also automatisch mit, wenn man die Gitarre für den Kühlergrill auswählt. Ja, das ist die Rock-Variante. Dann haben wir den hier, Torian Red und Torian Gunmetal. Ne? Ja, richtig, genau. Und halt mit Toms Wikinger vorne auf der Haube. Ne? Genau, ja, den Wikinger finde ich auch irgendwie ganz cool. Schon brutal, der Tom. Ja, und einmal dann die Variante hier mit der Gitarre bei McAnsem noch mal querliegend. Und ich schätze auch also mal im Innenraum, ne? Ja, da haben wir es auch mit schwarz. Ja. Also hier beim McAnsem sieht die querstehend vorne drauf einfach besser aus. Einfach durch die Haubenform wäre es sonst irgendwie merkwürdig. Ja. Hat auch irgendwie was, wenn die wenn das nicht immer so komplett symmetrisch ist. Ja, genau. Also, ne, hier fährt jeder mit seinem eigenen, seiner eigenen Kühlerfigur durch die Gegend. Coole Nummer, würde ich sagen. Und jetzt habt ihr natürlich auch die Wahl, ne? Seid ihr mit Hirschfeld Howling unterwegs oder seid ihr die Rocker im Black Anthem oder seid ihr die Wikinger im Gunmetal-Look mit Torian Red? Das dürft ihr jetzt frei entscheiden, was ihr da machen wollt. Also auch das natürlich auf Hot-Q als Update des Black, des Mac Anthem. Jetzt auch mit Black Anthem Variante und Gunmetal Variante. Schönes Update. Auch natürlich mit dem Bullenfänger davor. Macht ihn ein bisschen brachialer, muss man sagen. Ja, ne? Genau. Und ist halt auch, seht ihr auch wirklich, ist halt wirklich ordentlich hier angebracht. Also das ist jetzt nicht so, dass das einfach hier wie so ein Gitter davor schwebt, sondern es ist hier schon. Hat der Tom gut angelötet. Das ist also eine saubere Nummer. Können wir schon so festhalten, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, meine Lieben, schreibt es mal rein. Lasst ein Däumchen da natürlich, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mal eure Kommentare rein. Wir sind sehr gespannt auf euer wertschätzendes Feedback. Und dann sage ich mal, danke nochmal an Patrick und Tom für die ganze Arbeit in diesen Geräten. Ja, gerne. Ich freue mich drauf, damit über die Karten zu cruisen. Und dann sagen wir noch Tschüss, ne? Ja, viel Spaß und Tschüss. Howdy, alles Gute, bye bye und Ade.